Hallo und willkommen in der Instanz Tempel der Jadeschlange. Wie ihr seht, befinden wir uns bereits beim ersten Boss. Die Trash Mobs vorhin macht ihr am besten so, dass ihr sie einfach alle weiterzieht bis in den Bossraum und dort sie einfach wegbombt. Und nun ein paar Worte zum ersten Boss. Wie ihr sehen könnt, ist der Boss selbst nicht angreifbar, da er sich unter dieser Wasserkuppel befindet. Und diese wird erst zerstört, nachdem ihr alle Elementare getötet habt. Die Elementare spawnen aus den Wasserbehältern rund um den Boss verteilt. Und nachdem ihr das Ganze geschafft habt, könnt ihr wie hier sehen, ist der Boss attackierbar. Das heißt, die Bubble verschwindet. Und ihr könnt den Boss angreifen. Der Boss hat nur eine Fähigkeit, das ist dieser Wasserstrahl da vorne. Und damit dreht er sich einfach im Kreis. Das bedeutet, ihr müsst einfach nur euch mit ihm bewegen, also ein bisschen davor laufen und könnt dann ganz normal Damage verursachen. Sobald ihr in das Wasser selbst tretet, erhaltet ihr Schaden. Das bedeutet, es ist am besten, wenn ihr praktisch im inneren Kreis einfach nur von Plattform zu Plattform hüpft und somit den Heiler etwas entlasten könnt. Sobald ihr den Boss dann bezwungen habt, bekommt ihr einen kurzen Speedbuff. Und den müsst ihr auch gleich nutzen, um auf die andere Seite zu laufen, da ihr den gesamten Weg wieder zurücklaufen müsst. Und wir skippen nun den Trash, welcher kommen würde. Und der zweite Boss im Jade-Tempel kann sich abwechseln. Also entweder ihr habt den, den wir gerade sehen, das sind zwei Minibosse. Oder wenn ihr die Sterne habt und die Sterne zerstört, dann spawnt ein großer Bob, also ein großer Boss, und diese wechseln sich halt immer durch. Das ist random, wen ihr da bekommt, aber der Loot-Table ist eh der gleiche, daher ist das ziemlich egal. Bei diesem Boss muss der Tank und auch die Damage-Dealer ein bisschen aufpassen, denn während ihr auf einen Schaden macht, stackt dieser einen Buff hoch, welcher den Schaden von ihm selbst verursacht und er wächst an. Somit müsst ihr dann hin und her switchen, damit der Schaden nicht einfach zu hoch wird und der Tank einfach wegstirbt. So als Faustregel zwischen 7 und 8 Stacks solltet ihr dann auf den anderen wechseln, dann ist der Damage noch leicht gegenheilbar. So, sobald ihr dann auch den zweiten Boss bezwungen habt, skippen wir wieder den Trash, also es ist dann ein bisschen Trash danach und befinden uns dann direkt bei dem dritten Boss. Dieser unterteilt sich in zwei Phasen. In der ersten Phase kämpft ihr nur ganz normal gegen den Banda, so wie ihr ihn hier sehen könnt in der Mitte. Und ihr müsst auf die Feuerflächen achten, also auf die Feuerwellen, welche von ihm weggehen. Davon dürft ihr euch einfach nicht treffen lassen. Und sobald ihr den Banda relativ low gebracht habt, spawnt ein Drache daraus und dann ändert sich auch das Feuer. Also das Feuer wird dann in ein grünes Feuer umgewandelt und hinterlässt am Boden einen Effekt, welcher natürlich Schaden verursacht. Da müsst ihr dann einfach rauslaufen. Okay, der Banda, verwandelt sich nun gleich und jetzt muss auch der Tank aufpassen. Also der Tank sollte nun schnell reagieren, da es ein Agro-Reset gibt, sollte sich der Tank den gleich spotten. Und alle Damage-Dealer müssen darauf achten, nicht in der grünen Fläche zu stehen. Und dann könnt ihr ihn ganz normal umziehen. Sobald ihr auch den dritten Boss bezwungen habt, könnt ihr nun auch schon den Endboss der Instanz sehen. Es ist ein Char auf 4 Verschnitt. Und zuerst müsst ihr aber drei Trash-Mobs beseitigen, damit ihr den Boss pullen könnt. Und diese sind nicht ganz einfach, da diese einen Damage-Effekt am Boden hinterlassen. Das ist diese violette Fläche, welche ihr sehen könnt. Daher muss der Tank die Ads laufend weiterziehen. Damit hier nicht einfach die Milis oder er selbst stirbt.
So, der Trash wurde nun beseitigt. Jetzt holen wir gleich den Boss. Also wir machen auch das Achievement dazu. Das bedeutet für euch, die Leute, die wir hier das Achievement sammeln. Ihr seht nun gleich, wie dies genau funktioniert. Ihr solltet nur darauf achten, dass wirklich alle volle HP, volles Mana haben, da das Achievement nicht ganz einfach ist und der Damage des Bosses laufend erhöht wird, eben durch das Achievement selbst. Also ihr solltet am Anfang keinen Schaden auf den Boss machen, da ihr 4 der Übergangsphasen benötigt. Die Übergangsphasen sind eben genau da, wo von jedem Spieler ein Schattenabbild erzeugt wird. Und sobald sich der Boss in dieser Übergangsphase befindet, spawnt auf dem Balkon, wie ihr hier rechts gleich sehen werdet, ein sogenannter Kristall. Und diesen Kristall müsst ihr praktisch anklicken. Dann bekommt jeder Spieler einen Buff oder beziehungsweise einen Debuff, welcher den erlittenen Schaden erhöht. Und hier ist es nun ganz wichtig, dieser Kristall ist zeitmäßig relativ stark begrenzt. Das bedeutet, ihr müsst sehr schnell sein, um die Schattenabbilder zu töten. Da ab dann die Zeit läuft, bis ein neuer Kristall spawnt. Und bei uns ging sich das teilweise nur ganz, ganz knapp aus. Also hier darauf achten, die zusammenzustehen, damit die Schattenabbilder schnell gebombt werden können. Und dann einfach wieder ein bisschen DPS auf den Boss machen. Aber das könnt ihr dann auch später noch, da ihr ohnehin 4 Phasen benötigt. So, wir beginnen nun auch schon mit etwas Damage auf den Boss selbst, damit der Boss dann relativ low ist, denn sobald wir den 4. Kristall aktiviert haben, bekommt der Rage schon 100% mehr Damage und also dann müssen CDs kommen und der Boss muss schnellstmöglich sterben, da ansonsten der Tank einfach gewone-hittet wird. So, nun ist es gleich soweit. Wir haben gleich den 4. Kristall. Wie ihr seht, ist es zeitmäßig sehr, sehr knapp. Und jetzt noch einmal mit Kampfrausch und allen Cooldowns töten wir zuerst die Spieglerbilder und im Anschluss dann den Boss. Somit wäre auch diese Instanz plus das Achievement geschafft.